Fromm, ich bin dann mal mit Damon und Sache im Kindergarten. Ich komme gleich mit, Eike muss ja auch noch raus. Ach, hoffentlich kommen bald die neuen Möbel. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Sarah, Lena, kommt ihr, wir wollen los. Das hast du fein gemacht, Teddy. Ja, Mama, wir kommen. Mama, wir haben heute die letzte Stunde Ausfallen. Ich weiß, du gehst nach der Schule gleich mit zu Felix. Ich habe das mit Miriam schon abgesprochen. Wir müssen jetzt wirklich los. Eike, kommst du? Sarah, warte mal bitte. Mama, jetzt habe ich meine Tasche zu Hause vergessen. Sarah, die bringe ich dir mit, wenn ich Damon dann wieder abhole, okay? Okay, Mama, aber du darfst nichts rausnehmen. Okay, ich verspreche es dir. Ich hoffe, du hast da nichts reingetan, was da nicht reingehört. Mm-mm, Mama, versprochen. Oh je, ich bin ja heute die Letzte. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Frau Mattes. So, tschüss, Sarah, bis später dann. Danke, Mama. Hab dich lieb. Hallo, Leonie, spielen wir in der Puppenecke? Okay, Sarah. Danke nochmals ganz lieb, dass das so schnell mit dem Krippenplatz geklappt hat. Das ist doch kein Problem. Hallo, Damon. Und du wirst jetzt jeden Tag mit uns spielen? Frau Mattes, kommen Sie bitte mit? Oh ja, natürlich. Elisabeth, Frau Mattes ist mit Damon da. Schönen guten Tag, Frau Mattes. Ich bin Elisabeth. Oh, schönen guten Tag. Damon, warte, ich helfe dir. Erst ein paar Minuten da und schon die ersten Freunde. Das sieht doch super aus. Oh, ich bin ja ganz überrascht, dass Damon so schnell Anschluss findet. Frau Mattes, in den ersten Tagen lassen wir die Kinder meistens nie länger als 2 Stunden bei uns zur Eingewöhnung. Damon, ist ja gut. Es wird nicht an den Haaren gezogen. Entschuldigen Sie bitte, Frau Mattes. Wir sind gerade dabei, Tommy das abzugewöhnen. Alles klar, ich hole dann Damon um 11 Uhr wieder ab. Bis später, Sarah. Tschüss, Mama. Komm, wir gehen mit den Kindern etwas raus. Die Sonne scheint gerade. Mhm, gute Idee. Schön langsam. Warte, Damon, ich helfe dir. Ach, schade, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Luise, komm, wir müssen rein, du wirst ja ganz nass. Jetzt muss ich mich aber beeilen, ich bin schon wieder viel zu spät dran. Hallo, ich wollte Damon abholen. Mama, hast du meine Tasche mitgebracht? Sarah, ich hab's leider nicht nach Hause geschafft. Schau doch mal, ich hab dir hier was Neues gekauft. Und, gefällt es dir? Ja, Mama, die Umhängetasche ist voll schön, danke. Bitte schön, Sarah, die alte war eh schon total kaputt. Hallo, Fräulein Blüte. Und, war Damon lieb gewesen? Das kann ich nicht sagen, Frau Mattes, da sprechen Sie am besten mit Elisabeth. Ich glaube, Damon gefällt es richtig gut bei Ihnen. Damon, schau mal, die Mama ist da. Damon, die Mama ist da. Hallo, mein kleiner Sonnenschein. Na komm, ich helfe dir hoch. Frau Mattes, dann verabschiede ich mich von Ihnen bis morgen. Ja, bis morgen, Fräulein Blüte. Vielen Dank nochmal. Ja, hier können wir kurz in Ruhe reden, Frau Mattes. Kleinen Moment, ich glaube, Damon möchte runter. Okay, wie hat sich Damon denn so gemacht? Frau Mattes, machen Sie sich keine Sorgen. Er hat sofort Freunde gefunden und hat auch schön gespielt mit den anderen Kindern. Ach, das freut mich aber. Ich habe mir echt schon Gedanken gemacht. Frau Mattes, da sind Sie nicht die Einzigste. Könnte ich dann Damon ab nächste Woche schon länger bei Ihnen lassen? Hm, Frau Mattes, da müssen wir schauen wegen dem Schlüssel. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall am Freitag Bescheid. Ach, das wäre nett. Vielen, vielen Dank. Thank you.
Bis später dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Mattes. Demen? Demen, wo bist denn du? Romy, hast du Demen gesehen? Nein, Elisabeth, ich dachte, der wäre bei euch. Bei uns ist er aber nicht mehr. Demen? Demen, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Um Himmels Willen, mein Kind ist verschwunden. Frau Mattes, beruhigen Sie sich bitte, hier verschwinden keine Kinder einfach so. Er wird bestimmt rausgegangen sein. Sehen Sie doch mal, die Türe steht offen. Wenn er wirklich raus ist, dann kann er nicht weit gekommen sein. Es ist ja alles umzäunt. Demen? Demen, hier ist die Mama. Demen, sag doch mal was, mein Schatz. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Na, was für ein Glück. Demen, die Mama ist ja schon da, hm? Bist du wieder den Bällen hinterher geflitzt? Zum Glück ist dir nichts passiert. Mama hat sich schon Sorgen gemacht. Frau Mattes, es tut mir wirklich sehr leid. Sie können doch nichts dafür. Ich hätte besser auf meinen Jungen aufpassen müssen. Puh, mir zittern jetzt noch die Knie. Geht es denn, Frau Mattes? Wollen Sie sich einen Augenblick hinsetzen? Nein, vielen Dank. Demen hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Und findet das offensichtlich auch noch lustig. Ah, der Geschirrspüler ist ja auch schon fertig. Demen, ich will jetzt meinen Wunschzettel schreiben und du spielst schön, hast du gehört? Hallo, ich kann nichts hören. Ihr seid zu laut. Kann ich da aber nichts dafür, wenn Demen so laut ist? Ich will jetzt meinen Wunschzettel malen und schreiben. So, Demen, du musst leiser spielen. Lena kann gar nichts verstehen, was im Fernsehen kommt. Und ich krieg wieder Mecker von hier ab wegen dir. Ich bin wieder da. Und, was hat der Tierarzt gesagt? Ja, soweit ist alles in Ordnung. Wir sollten bloß regelmäßig zur Kontrolle gehen, hat sie gesagt. Das riecht ja wieder lecker. Wolfram, könntest du später bitte noch den Tisch decken? Na klar doch, Martina, mach ich gerne. Dieses Jahr wünsche ich mir ganz viel für Weihnachtsmann. Hoffentlich reicht die Zeit noch, dass er all meine Spielsachen noch bauen kann. Ich brauche nur noch Malblätter. So, dich brauche ich gerade nicht. Dich lege ich jetzt hier hin. I want that dude. Go! Lena, weißt du, wo unsere Malblätter sind? Nein, Sarah, schau den Film. Okay, dann gehe ich Mama unten fragen. Die hat bestimmt noch welche. Mama, ich brauche Malblätter. Ich möchte meinen Wunschzettel schreiben für den Weihnachtsmann. Ich glaube, letztens habe ich noch welche in der Schublade gesehen. Warte ganz kurz. Da sind sie ja. Hier, Sarah, reichen dir die 3 Blätter? Ja, Mama, danke dir. Demen, wieso bist denn du ganz alleine in deinem Zimmer? Spielt denn keiner mit dir, hm? Mädels, ihr solltet doch auf Demen aufpassen. Ich wollte euch bloß Bescheid geben, dass er in seinem Zimmer ist. Ja, Papa, ich gehe gleich zu Demen rüber. Will bloß noch schnell meinen Wunschzettel schreiben. Kommen deine Eltern Heiligabend, Martina? So wie es aussieht, ja. Monkeys eat bananas too. He did it. I love you, Mommy. Okay, Demen ist bei Mama und Papa im Bett. Dann kann ich ja meinen Wunschzettel weiterschreiben. Wuff, 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 wuff. Now. No. Demen, was machst denn du hier ganz alleine, hm? Sarah, Lena, kommt ihr bitte runter zum Abendessen? Ja. Ja, Mama, ich komme. Ich bin sowieso fertig mit meinem Wunschzettel. Ja, Mama. Oh, ach, ich bin so müde. Demen und die Kinder schlafen. Hast du noch etwas nachgeschaut oder warum liegt das Tablet hier?
Nein, Damon hatte es vorhin in der Hand. Ich glaube, der hat damit gespielt. Na, zum Glück haben wir eine Kindersicherung drin. Brauchst du es noch einmal? Ansonsten räume ich es weg. Ich brauche heute gar nichts mehr außer meinen Schlaf. Schlaf gut, mein Schatz. Bis morgen früh dann. Du auch, mein Engel. Der Tisch sollte eigentlich wieder stabil sein. Okay, passt. Ich mache schon auf. Bleib, Wolf, rum. Schönen guten Tag, Frau Mattes. Ihre Bestellung ist da. Bestellung? Wir haben doch gar nichts bestellt. Danke, tschüss. Nanu, wer ist das denn? Was, noch mehr Pakete? Wie viele Pakete sind das denn? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Frau Mattes. Ein paar hätte ich schon noch im Auto. Du sag mal, Martina, du hast mir doch gesagt, du hättest nichts bestellt. Ich habe auch nichts bestellt, Wolfram. Keine Ahnung, wo das herkommt. Du sag mal, letztens lag doch das Tablet im Bett. Kann es sein, dass... Damon! Hoffentlich sind das nicht noch mehr Pakete. Oh nein, wie viele kommen denn noch? Das waren alle, Frau Mattes. Da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiedersehen und frohes Weihnachtsfest. Na, ganz toll. Und das noch kurz vor Weihnachten. Wer weiß, was Damon alles bestellt hat. Und was das kostet. Kann man das eigentlich wieder zurückgeben? Ich weiß nicht, Martina. Schau doch mal nach, was auf den Lieferzetteln alles so draufsteht. Da bin ich ja mal gespannt, was Damon alles so Schönes bestellt hat. Ach du dickes Ei, 320 Euro und das ist nur das eine Paket. Zeige mal her, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Playmobil, das war ja mal wieder typisch. Du sag mal, 320 Euro für so ein bisschen Playmobil? Was hat er denn da bestellt? Also das ist schon mal der Spielplatz von der Kita Sonnenschein. Und hier haben wir das Schlafzimmer vom modernen Wohnhaus. Was hat er denn hier bestellt? Ein Radio. Schau mal, Wolfram. Das ist doch dasselbe Radio, was Lena schon in ihrem Zimmer stehen hat. Schauen wir mal, was er noch alles so bestellt hat. Oh Mann. Na, hoffentlich können wir das alles wieder zurückschicken. Ach, ich denke schon, Martina. Das dürfte kein Problem sein in der heutigen Zeit. Ja, wenn du meinst, dann rufe ich gleich mal an. Ja, wunderschönen guten Tag, Mattes am Apparat. Kann ich Ihnen mal meine Kundennummer durchgeben? Ja, okay. Tun Sie das bitte. Das ist die XX123456678. Um was geht es denn, Frau Mattes? Es geht um Folgendes. Unser Sohn hat bei Ihnen Ware im Wert von über 3000 Euro bestellt und wir wollten nachfragen, ob wir die Ihnen zurücksenden können. Das sieht ganz schlecht aus, Frau Mattes. Leider geht das nicht. Wie, das geht nicht? Aber unser Sohn ist noch minderjährig. Aber ich bin davon ausgegangen, wir haben 14-tägiges Rückgaberecht ohne Angaben von Gründen. Aber wir brauchen die Sachen nicht und wir haben sie auch nicht bestellt. Martina, lass es gut sein. Und was willst du mit den ganzen Sachen anstellen, Wolfram? Dann fallen die Weihnachtsgeschenke für das Personal dieses Jahr etwas üppiger aus, Martina. Und den Rest, den spenden wir. Sind das alles Weihnachtsgeschenke für uns? Ha, das habt ihr euch so gedacht, oder? Das hat alles Damon bestellt und ihr solltet eigentlich auf ihn aufpassen. Lena hat die ganze Zeit nur Fernsehen geschaut und ich durfte wieder ganz alleine auf Damon aufpassen, hatte ich aber auch keine Lust drauf gehabt, Mama. Und außerdem musste ich ja noch meinen Wunschzettel für den Weihnachtsmann fertig machen. Ist schon gut. Ihr könnt ja nichts dafür. Papa und Mama sind selbst schuld. Oh, das ist ja Playmobil. Mama, darf ich das zu Weihnachten kriegen? Ich will auch was von Playmobil haben. Okay, dann sucht euch beide jeweils ein Set aus. Okay, Mama, du bist die Allerbeste auf der ganzen weiten Welt. Okay, Mama. Hier,
geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.